die Hütte läuft wieder. Wie geil ist das? Also, auf geht's, kommt. Ich führe euch mal rein. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Von einer weiteren sage ich. Dabei ist es die erste seit langem. Es darf wieder mit uns gebaut werden oder mit mir. Und ich habe ein bisschen was umgebaut. Ihr seht, ich habe noch nicht alles wieder da, was hier mal drin war. Das hat einen relativ einfachen Grund. Denn, und die Halle ist größer geworden tatsächlich. Denn ich will hier mein Lager reinbauen. Ich mache hier keinen Servicetunnel draus. Ich mache hier ein schönes Lager mit einem schönen Lagersystem draus. Und ja. Hab das hier jetzt ein bisschen höher gezogen, sodass wir drei Container aufeinander kriegen. Und das ist eigentlich der am wenigsten beeindruckende Teil, den ich jetzt wieder hochgezogen habe. Aber anderes Thema. Da habe ich übrigens noch was gefunden, auf das mich der gute Frank schon länger hingewiesen hat. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Wir düsen erstmal nach oben und kicken, wie das da aussieht. Ne, im Großen und Ganzen, ihr seht, ich habe wieder zwei Türme hier stehen. Jetzt habe ich allerdings da ganz hinten nochmal einen hinzugefügt. Das ist eigentlich erstmal nichts Besonderes. Hier hat sich wenig getan tatsächlich, seit dem letzten Update auch. Ne, hier läuft nochmal einmal Beton mehr, weil ich einfach viel brauchte, um den ganzen Scheiß hier irgendwie fertig zu kriegen. Hier hinten laufen die Manufaktoren jetzt vernünftig. Und hier habe ich jetzt gestern Abend den Stahl noch wieder ans Laufen gebracht, sodass hier hinten erstmal wieder alles tutti war. Ne, ich habe auch diesen kleinen Durchgang hier ein bisschen schicker gemacht. Nochmal. Hier läuft wieder Stahl, alles wie gehabt. Ne, das Eisen kommt wie gesagt jetzt von da hinten und versorgt dann auch gleich dieses Fabrikgebäude hier mit, das oben tatsächlich noch leer ist. Ich weiß noch nicht, was ich da reinmache, ne, weil Schrauben habe ich jetzt da drüben. Und es gibt einfach keinen Grund, oder ich weiß einfach noch nicht, was hier irgendwie hin sollen sollte. Hin sollen sollte ist geil, oder? So, hier auch, hier, das wollte ich euch noch zeigen. Das ist quasi mein Terrarium. Wie gut ist das? Mit ein bisschen Natur erhalten. Eine Treppe, die darüber läuft. Alles schön eingebaut. Ist natürlich UV-durchlässig, ist ja klar. Damit die Pflanzen auch schön bei der wachsen können. Und sprengte Anlage ist auch drin. Ne, tiefer gelegt. Effektlack, alles da. So. Ne, das hatten wir ja bis hier in der letzten Folge schon, in der kurzen, die ich angerissen hatte. Jetzt gehen wir aber mal darüber. Und da hat sich einiges mehr geändert seit letzter Woche. Ihr seht schon die Kraftwerke. Es sind auf den ersten Blick weniger. Sind es aber gar nicht. Es sind, glaube ich, sogar mehr. Ich habe die lediglich anders hier hingebaut. Ne, ist man hier cool mit Runway und so. Ne, ich habe hier auch Runways um die Türme rumgezogen. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus. Und hier sind jetzt meine Kohlekraftwerke. Und zwar mit ordentlich Wasserpuffer, falls mal irgendwas schief läuft. So dass es immer wieder nachlaufen kann, selbst wenn mir mal die Sicherung rausfliegt. Und da haben wir hier auf beiden Seiten 6 Kraftwerke, jeweils an einem Rohr. Hier hinten nochmal ein extra Rohr. Das füllt nach, wobei ich hier im Zweifelsfall... Nee, das sind 7 Kraftwerke pro Seite, fällt mir gerade ein. Oder? 3, 6, 7, ja. Ne, und hier können im Zweifelsfall nochmal 6 angeschlossen werden. Und dann müssten wir wasserhaushaltstechnisch trotzdem noch im grünen Bereich sein. Hier läuft auch schon einmal Kohle rüber. Damit ich das relativ unkompliziert hier wieder ransetzen kann. Hier, die sind relativ wenig ausgelastet. 1200 Watt würden sie raushauen. Knapp 400 wird aber aktuell nur benötigt. Und es ist alles ein bisschen ordentlicher, ein bisschen schöner. Ne, und sieht nicht mehr so nach Kuddelmuddel aus. Es braucht jetzt natürlich alles auch ein bisschen mehr Platz. Aber ich habe festgestellt, Platz bietet diese Karte einfach genug. Und warum soll ich so eng an eng bauen, wenn ich denn doch so viel Platz habe? Das ist ja irgendwie blödsinnig. So, das Wasser läuft jetzt hier auch nicht mehr so schräg querfeld ein. Das ging mir dezent auf den Puffer. Den habe ich jetzt hier sauber an der Wand hochgelegt. Ne, ich musste tatsächlich ein paar Pumpen nochmal zwischenschalten.
weil ich hier sonst nicht senkrecht hochgekommen wäre. Weiß der Geier warum, vorher ging es auch. Und dann sind wir auch schon in diesem dritten Turm, den ich angekündigt hatte. Der führt uns einfach nur hier ins Pumphaus, ist es im Endeffekt. Und hier sind die ersten Pumpen, die einmal hochdonnern. Und hier hinten musste ich, glaube ich, auch welche verbauen. Ja, die habe ich irgendwie so reingequetscht, dass es nicht ganz so schlimm aussieht. Ne, aber da mussten aus mir völlig unerfindlichen Gründen welche hin, weil der Druck zu weit abgefallen ist. Aber jetzt läuft der ganze Scheiß wieder. Ne, läuft hier sauber hoch. Das Ganze läuft dann hier lang und da hinten sind wie gehabt unsere Pumpen. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Hier habe ich nochmal so einen kleinen Workshop reingebaut. Ne, falls ich hier irgendwas brauche, kann ich das hier ohne große Probleme machen. Und der Fixed Shop ist eigentlich nur da, weil eine Mam nicht reingepasst hat. Da war die Decke leider etwas zu flach. Dann haben wir hier natürlich Fließbänder mit Rohstoffen, wobei nur das hintere von hier aus oder die hinteren angeschlossen sind. Die hier hatte ich zuerst lang gelegt und dann aber das Förderband nochmal umgepackt, weil mir aufgefallen ist, dass ich da oben ja noch die Ressourcen habe und die noch gar nicht erschlossen sind. Und damit kriege ich auf jeden Fall nochmal ein Fließband voll und da hinten haben wir auch nochmal Kalkstein und das würde ich dann alles hier ranholen wollen. Und jetzt sind wir auch schon hier bei unserer kleinen, bei meiner kleinen Brücke. Zeige ich die schon? Nee, zeige ich noch nicht. Genau, hier habe ich nochmal, ist nochmal mein kleines Reservat. Ein bisschen Preserved Nature. Einfach so drin. Ja, jetzt kann man hier übrigens, kann man jetzt fein hochlaufen. Oder einfach hier durchgehen. Ja, hier unten habe ich noch nicht weiter ausgebaut. Hier kann man aber theoretisch auch irgendwas reinsetzen. Was? Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen, was wir damit machen. Es wird bestimmt irgendwie cool. Aber ich hatte jetzt noch nicht die Zeit oder den Willen, das zu tun, weil ich das einfach auch mit euch zusammen machen will. Dann haben wir hier hinten einmal. Läuft denn? Naja, das ist die Kohle für die Kohlekraftwerke. Kommt von dem einen Meier da hinten. Der wahrscheinlich zu wenig ausspuckt. Ich glaube 120 Kohle. Könnte für alle Kraftwerke ein bisschen wenig sein, aber erstmal läuft das. Dann auch hier, es sieht ein bisschen geordneter aus. Ich weiß nicht, warum ich das hier so gebaut habe. Ich hatte bestimmt einen Grund am Anfang. Ne? Ich hatte hier erst provisorische Kraftwerke stehen. Jetzt habe ich hier immer noch zwei stehen. Das hat aber den ganz einfachen Grund, dass ich die nutze, um im Zweifelsfall die Pumpen wieder anzuschmeißen. Ne? Werden hier einfach ein paar Kabel durchgetrennt, einmal hier ans Netz ran. So dass ich Wasser im schlimmsten Fall nachpumpen kann und auch hier wesentlich geordneter, wesentlich sauberer. Und ich habe vor allem alle drei Rohre voll. Ne? Drei pro Rohr habe ich dran, ist eigentlich nicht nötig. Aber meine Güte, sind die halt ein bisschen mit Überdruck versehen und zwei laufen mit Schnecken und hauen dann halt das dritte Rohr voll. So, das läuft also auch wieder. Und, oh, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Wir machen jetzt gar nicht so viel. Ich habe gekürzt auf eine halbe Stunde, ne? Ich muss hier nochmal irgendwie einen Turm oder eine Treppe oder sowas ranbauen. Das nervt mich nämlich, dass ich jetzt immer hier lang laufen muss. Oh, ne, hier eigentlich nicht. Aber ich will da hinten gerade hin. Und muss jetzt hier diesen durstigen Turm nehmen. Ich bin eigentlich erstmal ein ganzes Stück in die falsche Richtung gerannt. Das ist ja mal völlig widersinnig. Zack. Dann sind wir nämlich hier wieder bei unseren Kraftwerken. Und das finde ich ja tatsächlich ganz cool. Ich habe hier eine eine lange Brücke lang gebaut, die man jetzt relativ schlecht zugegebenermaßen sieht. Das ist ja mal wieder Top Timing mit der Dunkelheit hier. Löppt. Das erste Mal mit Glass Foundations auch. Die fand ich ganz cool. Nur mit diesen Gitterteilen. Damit kann man ja tatsächlich ganz coole Konstrukte machen. Ne, so dass das Ganze auch wirklich abgestützt ist. Ne, hier halt mit Beton. Jetzt wird das irgendwie einen Zug herstellen oder sowas. Das ist natürlich Blödsinn. Ist ja keine Hängebrücke. Doch, ist eine Hängebrücke, wenn man so will. Ne, hier Stahlträger lang, links und rechts. Und dann laufen hier drauf munter unsere Ressourcen lang. Und zwar nicht zu wenige. Ne? 4 von 8 Bändern sind halt schon voll. Und dann haben wir ja hier natürlich noch 2x Kalkstein, das wir noch abholen müssen. Und da ist noch 2x Eisen, das wollen wir natürlich auch noch dazu holen. Muss nicht zwangsweise jetzt sein, aber ich könnte eigentlich auf den Zuschauerwunsch eingehen. Ne?
Ich glaube, der Frank war es, der meinte, ich soll mal nach Katerium weiter forschen. Und ich weiß jetzt endlich auch warum. Da kriegt man die intelligenten Splitter, die ich tatsächlich auch für mein Lagersystem brauche. Und wenn wir eigentlich schon mal hier sind, können wir das eigentlich doch gleich mal machen, oder? Schwefel habe ich auch wieder drin. Katerium-Erz. Gucken wir doch mal, wo das ist. Ist das irgendwo in der Nähe? Dann holen wir das gleich. Arschlecken. Das dauert mir jetzt schon zu lange. Meter, 800 Meter ist erträglich. 1500 ist ein bisschen viel. Dann gehen wir doch auf Wanderschaft oder was? Und tun uns hier noch Katerium dazu. Ja, da oben kommt die Kohle, ne, von den drei da hinten. Dann würde ich sagen, holen wir doch einmal das etwas bessere Mineral hier ran. Wenn wir schon mal unterwegs sind. Was soll der Geiz? Nehme ich gleich Strom mit? Und gleich Strom mitnehmen, ne? Scheiße. Natürlich alles dicht. Und ich will jetzt hier auch nicht wieder so ein Kuddelmuddel bauen. Ich habe das hier nämlich auch gleich vernünftig schick gebaut. Aber das hat sich in meinen Augen einfach nicht gelohnt, das irgendwie großartig zu zeigen. Oh, der ist noch gar nicht angeschlossen. Der auch nicht. Was ist denn hier los? Der ist dran und der ist auch dran. So, jetzt kann ich aber von hier. Ich kann von da oben Strom holen. Das finde ich besser. Scannen wir mal nochmal. Für ungefähr die Richtung haben. Meine Fresse, die Scanwelle braucht aber wohl lange, ne? Ich meine, 700 Meter ist ja auch ein Stück. So ist ja nicht. Ungültig, ungültig, ungültig. Na komm. So. 700 Meter, das machen wir doch locker. Easy peasy. Dann kann ich das da bei den Fahrstühlen da hinten gleich mitmachen. Das ist doch ganz gut. Oh, schön durchs Dickicht. Meine Fresse. Also ich habe das Gefühl, ich werde hier gleich wieder angegriffen. Ja, und schon wieder voll eingestiegen. Ist doch, ach komm. Wow, was bist du denn? Alter. Komm klar. Okay, hier ist... Wo ist er? Bugs. Oder Spinne? Ich weiß es gar nicht. Okay, es sind mehrere. Okay. Naja, halten wenigstens nicht viel aus. So, wo ist jetzt... Da ist mein Strom. Wie ätzend. Kleine Scheißvieh hier. So, erstmal finde ich... Ich will gucken, was das hier ist. Wo waren das jetzt gerade noch? Sieht nach Kalkstein aus und ist auch Kalkstein. Okay. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Haben wir eigentlich noch in rauen Mengen. Aber nachher beim Stahlbeton wird das nochmal wichtig werden. Hau ab, ey. Scheißviecher. Spinn ja wohl. So. Dann holen wir mal unseren Strom. Na, wo ist er? Da ist er. Und dann marschieren wir mal weiter Richtung Katerium. Pling. Ist es clever, das da hinten lang zu ziehen? Man weiß es nicht. Ist das schon wieder so eine Scheißspinne? Ja, Leitung zu lang. Na komm. Wo ist er? Komm, ey. Assi. Komm her. Komm ran auf den Meter, ey. Zack. Erledigt. Scheißvieh. Bis ich da ankomme. Meine Güte. 500 Meter. Das wird gefährlich. Das ist schon gefährlich. Wieso komme ich denn hier jetzt nicht durch? Ich hätte nicht im Dunkeln losziehen sollen. Da ist der Piepmatz wieder. Sag mal, ich bin doch hier parallel. Ich glaube, ich muss hier gar keinen Strom langziehen. Das ist, glaube ich, total hirnrissig. Ich bin doch hier jetzt gleich parallel zu meinen Pumpen, oder was? Da kann ich doch ganz anders lang bauen. Ja. Dann hole ich dann nachher von da den Strom. Muss ich mir nur was überlegen, wie ich... Oh, was ist das denn? Noch mehr Kalkstein. Ja, das ist ja herrlich. Ja, dass ich die Dings da jetzt erstmal liegen. Und dann machen wir das einfach mal hier lang. Oh, ist das eine Höhle? Da ist jetzt mal eine Snagge.
Und ich glaube, hier lang komme ich da auch hoch. Ah, hier den Speckpilz, den brauche ich tatsächlich noch für die Forschung. Okay, wer schreibt mich hier an? Ich muss mal hier Licht anmachen, ey. Zack. Oh, das war knapp. Das war ficke knapp. Halt die Fresse. Assi, 200 Meter. So, ja, den großen, der ist cool. Der ist mein Kumpel. Ja, Höhle war es jetzt nicht, ne? Aber naja. So, hier wird es schon mal so ein bisschen lila. Oh. Oh. Das hier schnuggelt ihr was? Oh, wer? Wie da? Du Assi, ey. Ich hau dir auf den Arsch. So. Wichser. So, aber wo ist jetzt mein Katerium? 104 Meter. Da drüben. Zum Fick noch eins. Okay. Das geht ja so nicht. Aber da bauen wir uns doch wieder hier so. Ist natürlich dann alles nicht so ganz im Lot, wie ich es will. So, so. Das war auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß nicht, was ich da jetzt gelöscht habe. Ich habe es gelöscht. Ich glaube, ich habe es gut gemacht. So, dann hier nochmal Fundamentrahmen rauf. Zack. Und dann Glas, weil es einfach cool aussieht gleich. Oh, also die lassen sich, daran lässt sich echt scheiße bauen. So, brauchen wir gar nicht so eine lange Brücke. Wir machen eine kleine. Zack, einmal und ja, komm, dann halt. So und daran. Dann bauen wir einfach fleißig rüber. Das ist ja mal ein interessanter Punkt für einen Resource Node. So. Okay. Das ist soweit gut. Jetzt können wir Fundamentrahmen nehmen. Gucken wir mal, wie weit wir runter müssen. Oh, ich habe gar nicht so viel Beton dabei. Das ist gar nicht mal so gut. Oh, ich will da nicht runterfallen. Also ich würde da wirklich gar nicht runterfallen. So, das sieht gut aus. Zack. Haben wir hier gleich eine schöne Brücke in die Welt gebaut. Zack, zack, zack. So, das steht auch drin. Jetzt bauen wir uns gleich jetzt... Oh, shit. Oh, shit. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Jetzt habe ich diese Fliege am Hals, ne? Das ist ja mal ätzend. Uah. Kaffee brauche ich nicht. Kettensäge ist nett. Was bist du denn? Alienpanzer, wo kommt der denn her? Kann ich ja jetzt meinen Knüppel hier haben? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ruhe im Schacht. So sieht es nämlich aus. Und dann haben wir hier Katerium-Erz. Rein sogar. Das ist ja geil. Ich würde mal einfach vermuten, Katerium ist so ähnlich wie Gold. Hat auf jeden Fall einen sehr güldenen Anstrich. Und Turbodraht, hey. Woraus macht man geile Stromkopplung? Aus Gold. Wir brauchen einmal fix ein Ausrüstungswerkstatt. Die klotzen uns ja einfach einmal hin. Und dann hoffe ich, ich habe noch genug Beton dabei. Dass wir gleich genug Dings machen können. Stahlbeton. Das müsste ich tatsächlich auch mal an automatisieren. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Einfach, weil ich das ja nicht mehr in die Halle da rein haben will. Und ja, wenn, dann sollte auch dabei sein, wie ich es denn neu aufbaue. Ne? Ich finde, das macht Sinn. Wenn ich schon so lange gewartet habe, 2 Wochen ohne ein Let's Play von Ragnar. Oh, ich muss es schlecht gehen. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe es tatsächlich vermisst. Ich habe schon wieder übel Bock gehabt mittlerweile. So, jetzt habe ich erstmal keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Ne? Doch, habe ich. Ich baue mir eine Leiter. Zack, 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 zack. Zack. Und dann komme ich da hoch.
Ach, so eine kleine. Fuck, ey. Das tue ich mir mal wieder weh hier beim Unterspringen. Oh. Ja. Was hat man davon, wenn man hier ein bisschen. Alter, wieso springt der denn so, wenn ich hier hochkletter? Will er mich rollen? So. Und jetzt bitte langsam. 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 Plopp. So. Und jetzt kommt der dahin. Und jetzt können wir auch wieder runter. Das Ding, dass ich erstmal noch. Ach, komm schon. Leck mich doch fett, ey. So, Lift runter. Ich höre Frank und Phoenix schon wieder lachen. Aber na gut. Da muss ich womit leben. Ne? Grüße gehen raus. Schön, dass ihr dabei seid. Dann haben wir uns hier gleich einen Miner Mark II hin. Oh, ich habe tatsächlich alles dabei. Das ist ja irre gut. So, knallst wir den hier mal auf. Und. Ach komm schon, echt jetzt. Meine Güte. So, das ist mal so. Du weißt, wie lange du laufen darfst. So. Und dann nochmal diesen blöden Lifter ran. So ein Shit, ey. Zack. Das habe ich extra schon mal zwischendurch aufgesetzt und das war auch wieder nicht genug. Naja. So, du nach da. Finde nur ich, dass er seltsam steht? Wahrscheinlich nicht, oder? Das geht so nicht. So. Das gefällt mir besser. So. Nehmen wir gleich Strom mit, wenn wir schon dabei sind. Versuchen wieder nicht hier ins Fliegen zu kommen. Zack. So, muss ich nochmal hierher? In nächster Zeit eigentlich nicht. Das heißt, wir reißen die Teile hier wieder ab. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich da nochmal runter sollen müsste. Runterwollen müsste. So, upgraden kann ich halt von hier oben und kann es auch gleich so lassen. So. Der Scheiß hier kommt weg. Das bisschen Beton kann man sparen. Dann haben wir hier doch eine nette kleine Brücke rüber gebaut. So. Zack, und dann muss ich mich da vorne an dem Ausgang erstmal orientieren, wie wir hier überhaupt wieder wegkommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das Förderband so weit bauen kann. Ich habe meine Zweifel. Ja, habe ich zu Recht. Zack, hier drei. Zack. Hier drei. Und dann sollte das von hier nach da zumindest reichen. Ja, sehr schön. Zack, hier geht's weiter. Und von hier nach da. Vielleicht sollte ich mich auf dem Rückweg jetzt mal ein bisschen besser umgucken. Gucken, ob es hier irgendwas Geiles zu entdecken gibt. Ich laufe auch immer so blind den Ressourcen hinterher. Habe ich echt ein bisschen drauf. Wie geil kann man hier an die Wasser holen, ey. Ist ja Unmengen. Da am Strand kann man bestimmt schön bauen. Gut, man müsste erstmal ordentlich Natur vernichten, aber da kennen wir ja nichts, ne? Das machen wir ja relativ stumpf. So, haben wir bis hier erstmal schön. Und dann setzen wir einfach ran. Kommen wir darüber? Echt jetzt? Dafür reicht's nicht. Das Stückchen fehlt. Ist jetzt aber nicht die Welt. Dann werde ich das wohl doch mit denen machen müssen. Oh ja, hier schön durch den Baum durch. Das wird gut. Passt das? So. Müsste gehen, oder? Jetzt verschenke ich jetzt zwar meinen wertvollen Beton für, aber meine Güte. Alles für die Optik. So, dann sind wir nämlich gleich schon mal da. Oh, komm, Boden zu steil. Da können wir doch, sehen wir doch keinen Mist. Geht das sauber durch? Ja, geil. Zack. Dann gucken wir mal, dass wir da hochkommen. Ich glaube, mir gefällt die
Idee. Ja, das geht so. Zack. Zack, zack. Wird Zeit, dass ich ein Jetpack bekomme. Ich krieg ja hier irgendwie einen Rappel mit dem ständig hoch und runter geeiert. So, dann sind wir hier und dann müsste doch da hinten. Oha, das ist aber eine ganze Ecke. Mein, oh, ein Schneckchen. Das nehmen wir mit. Und da ist, glaube ich, Uran, das ich eigentlich gar nicht unbedingt haben will. Ach, scheiße. Dein Ernst? Kackschnecke. Machen wir doch erstmal das Förderband weiter. Wenn ich wüsste, wie. Hier ist schon wieder nach Brücke bauen, ne? Stumpf hier rüber. Ich glaube, das mache ich auch. Hole ich mir jetzt nämlich erstmal die Schnecke. Zack. Und dann holen wir einfach mal Beton nach und dann ist gut. Den kenne ich ja ungefähr den Weg und muss nicht wieder durch die Villa Pampa rennen. Zack. Grüne Elektroschnecke. Zack, zack, zack. Oh. Wo ist er? Ich habe den vorhin schon gesehen. Aber ich wollte nicht gleich drauf zu. Oh. Rabbimmel. Da ist er. Dreckiger Lumpen. So. Du Bastard. Zack. Ja, ist jetzt auch egal. So. Dann holen wir doch einmal Beton. Beziehungsweise, das bringt uns gar nicht mehr viel. Das schaffen wir kaum. Ich muss mal echt gucken, ob ich mit einer halben Stunde Folge echt zurechtkomme. Weil gerade wenn wir hier Ressourcen und so ranholen, dauert das ja gerne auch mal ein bisschen länger. Ne? Und wenn ich dann noch 10 Minuten mit ich zeig mal, was ich gemacht habe, verschwende, dann ist das ganz schön doof. Ja, der gibt da sauber die Richtung an. Das ist ja herrlich. Und dann kann ich auf dem Rückweg eigentlich schon anfangen, in die Richtung Fließband zu ziehen. Ist doch eigentlich eine Idee, oder? Ist das hier Kohle? Jo. Nicht, dass ich sie bräuchte, aber schön, dass sie da ist. Ist ja auch kein Not. So. Hier, ihr seht, ich muss die Fundamente mal nochmal fertig. Dass wir hier einen sauberen Ring rum haben. Damit das auch schicki aussieht. Das sind so die Kleinigkeiten, auf die habe ich jetzt noch nicht so sehr geachtet, weil ich einfach auch mit euch weiterspielen wollte. Und ich Bock habe. Und da ich nicht den ganzen Tag nur Fundamente bauen will, und sondern auch mal was Vernünftiges machen, war das doch eigentlich der richtige Zeitpunkt, um das zu tun, oder? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber es ist voll gut hier. Zack. Das ist ja mal, ist doch fast genauso schnell wie eine Hypertube, oder was? Zack, zack. Und schon sind wir fast da. Richtig gut. Ich muss hier tatsächlich mal. Also ich werde das jetzt auch machen mit diesem Tube Hub. Ne, das werde ich. Also ich habe vor, halt hier eine große Fabrikhalle hinzusetzen. Wo dann die ganzen Sachen produziert werden und da eingelagert. Und dann werde ich hier entsprechend so einen Hub bauen. Womit ich das. Ja, wo ich dann von A nach B vernünftig komme. Und zumindest in die Außenregion meiner Base vernünftig schnell reisen kann. Naja, schnell reisen ist relativ in dem Fall, aber schneller als sonst. Zu Fuß, per Pedis. So, reicht der Stahl. 300 ist eigentlich eine Menge. Nehmen wir nochmal zur Sicherheit ein bisschen was mit. Eisenplatten müsste ich genug haben. Ja, das reicht, Dicke. Und dann haben wir fürs nächste Mal Katerium. Das heißt, wir können dann Turbodraht herstellen. Beziehungsweise, nee, können wir glaube ich noch nicht. Das muss ich glaube ich noch erforschen. Aber das sollte ja relativ zackig gehen. So, zumindest davon habe ich raue Mengen. Vom Stahl. Zeit, dass es auch Stahlbeton wird. Ja, die ganzen Produktionskram hier oben. Siehst du, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Das ist tatsächlich auch neu. Das hat sich ja geändert. Ah, ich bin wie ein Eichhörnchen. Ich werde die ganze Produktion über zack, 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 eine Schleuse hier an der Seite
einfach da unten ins Lager reinbringen. Nee, habe ich ja relativ viel Platz. Brauche ich ja einfach nur eine Dings reinziehen. Eine Wand mit Einlässen und dann habe ich auch den Stuff schon da unten. Ohne dass ich das da hinten nochmal neu aufbauen muss. Ich sehe es halt auch nicht ein, nochmal Motoren zu bauen, nochmal Dings hier, na wie heißen sie? Doch scheißegal, wie eine schwere Eisenplatte und was das hier ist. Ne, die werde ich sowieso nochmal bauen müssen, wegen irgendwelchen Produktionsketten sicherlich. Aber ich muss es halt nicht unsinnig da drin nochmal aufbauen. Das halte ich für Quatsch. So, jetzt gucken wir mal, von wo aus wir das hier abnehmen. Das könnten wir eigentlich auf dem untersten Fließband machen, oder? Dass wir da drauf Katerium anschippern. Ich glaube, das finde ich gut. Zack. 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 So. Gut, dass ich noch was freigelassen habe. Finde ich es auf dem untersten gut? Ne, ich mache das da auf dem obersten, glaube ich. Ja, ich mache das da oben auf dem obersten. Da ist zwar jetzt erstmal noch cooler, aber das ist ja relativ irrelevant. So, das heißt, ich muss das jetzt von hier aus ne, das ist auch doof. Das läuft jetzt alles nach da hinten. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, ich mache es doch von hier. Na gut, Markus ist sehr unentschlossen. Markus ist sehr, sehr unentschlossen. Das ist nicht okay. Das geht so nicht. Dahin. Auch wenn das doof aussieht, aber wir müssen ja in die Richtung. Es wäre Quatsch, dann da unten das Land weiter langlaufen zu lassen. Zack. Und dafür war die Kurve da einfach gerade prädestiniert, möchte ich aber mal sagen. So. Und jetzt lassen wir einfach hier drüber laufen, oder? Ganz stumpf. Zack, und gut ist. Ich meine, ich habe hier sowieso schon Fließband langlaufen. Warum sollte ich das nicht nutzen? Das wäre ja Blödsinn. Klar, ich könnte auch nochmal eine Kohle-Lane lang machen, aber halte ich für Quatsch. So, ja, wegen den Rohren sieht man jetzt natürlich richtig super. Ob das was wird, ich weiß ja nicht. Ich zweifle. Das ist doch schon wieder zu lange oder was. Boah, hab ich gemessen. Meine Güte. Na. Komm, snap da rein. Snap da, ja. Sehr schön. Gut, jetzt geht es hier eigentlich weiter, aber das macht doch nichts. Wir haben ja zum Glück diese modularen Teile hier schon drauf, sodass das relativ easy hier weiterlaufen kann. Und geht das jetzt nämlich einfach ein runter. Zack. Oh, das baut sich an den Rohren entlang. Ja, richtig toll. Meine Güte, ich bin bedient. Zack. Zack. Dann sind wir doch schon mal hier hinten. Da sind wir schon. Zack. 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 Und da brauchen wir ja nicht mehr. Gut. Oder auch nicht gut. So, ich bin ja der Meister des Überziehens und bin jetzt schon drüber. Sehr schön. Super gut. Wenn ich das nicht drauf habe, wer dann? Ne? Da mache ich nur eine halbe Stunde. Das geht bestimmt gut. Markus hört sich ja auch nicht gerne selbst reden oder sowas. Nö, nö. So. Machen wir hier gleich mal weiter. Zack, zack, zack. Brauche ich hier so hohe Fundamente, ist die Frage. Nämlich, dass ich das da in einer Ebene habe. Ja, brauche ich. Also zum Teil. So.
Zack, zack, zack. Da haben wir noch ein paar gefahren. Oh, und eine Resource-Note. Das ist ja schön. So. Bis zu diesem Cliff. Cliff werde ich das machen. Und hier werden wir dann irgendein schönes Tor irgendwann mal hinbauen. Aber nicht jetzt. Ach, der ist weit weg. Der tut mir gar nichts. Ich glaube, der ist ganz locker. Der ist ein ganz lockerer Kumpane. So. Ich glaube, ich baue das einfach hier weiter lang. Und dann geht das schon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Platten. Und dann können wir hier jetzt eigentlich auch runter, oder? Macht ja keinen Sinn, das so weit oben zu halten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, geht doch. Zack, einmal so, einmal so. Und ab geht's weiter. Dann hier hinten den nächsten. Sag mal, Keule, was ist mit dir nicht richtig? Hier musst du ja gar keinen Lauten machen. Lass du mich aus, Alter? Komm mal klar. Ich bring deine Welt ins Wanken, mein Freund. Halt, hier habe ich doch jetzt die schicken Fundamente. Ja, ich habe tatsächlich wesentlich früher angefangen. So, wir kommen jetzt mal hier runter. Die Dings zu bauen. Das ist ja jetzt scheiße. Naja, gut. Recycler hätte ich fast gesagt. Wie heißen sie denn noch? Die Schredder. Wollte ich nicht da hoch? Und denn hier irgendwie eine Brücke bauen? Hier war so. Ja. Da wollte ich hoch. Gut. Dann war das einmal Quatsch. Macht aber gar nichts. Dann bauen wir doch einmal hier eine Brücke rüber. Die machen wir jetzt einfach damit. Ne? Nicht wieder so ein Aufriss wieder hinten. Ich meine, hier sind wir noch lange nicht mit der Basis. Und bis wir hier mit der Basis hinkommen, dauert das auch noch ewig und drei Tage. Werde ich jetzt gleich wieder angegriffen? Ja, werde ich. Ach, Leute. So. Ich glaube, der war friedlich. Der wollte mir eigentlich gar nichts. Der war eigentlich Kumpel. Nur ich war da nicht so sehr Kumpel. Naja, manchmal ist das so. So, nehmen wir das hier nochmal weg. Gucken, dass wir das hier halbwegs auf eine Höhe kriegen. Machen wir mal so. Und so. Zack, einmal hier rum. Dann darüber. Ach komm. Und dann muss ich einmal zusehen, wie ich da hochkomme. Wieder einmal. Verdammte Axt, ey. Ich komme auch immer auf beschissene Ideen. Könnt ihr mich von sowas nicht abhalten? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch eine absolute Scheißidee, die ich hier habe. Bis ich da oben bin, fällt Weihnachten und Neujahr auf einen Tag. Ja, ist ja auch kein Ende. Ist ja kein Ding. Und na, warte, das mache ich wieder mit denen hier. Zack, zack, zack. So kommt man da wenigstens relativ hurtig hoch. Ne, keine Angst, das reiße ich nachher wieder alles weg. Aber erstmal funktioniert das. Oh, komm schon. Das. So. So, halbwegs gerade. Zack. Was? Nichts wird's geben. Der Scheiß mögt mir nur mal im Inventar zu. Zack. Ein bisschen Platz geschaffen. Und dann müsste man doch hier schon vor. Oh doch, ich muss hier so eine Brücke bauen, glaube ich. Und ich muss hier vor allem erstmal Unkraut. Jeden. So. Für jeden Baum ein AKW, ich sag's euch.
So. Zack. Und dann muss ich mir was überlegen. Ich nehme tatsächlich wieder die Teile. Ich mag die ja, ne? Ich finde die total knorke. Gucken, dass ich hoch genug komme. Ne, das reicht glaube ich nicht. Ein noch. Ja, so müsste hinkommen. Zack. Und jetzt machen wir so rüber. Ja, das hätte man schöner zurecht friggeln können, aber meine Güte. So, und dann eine normale Stahlplatte. Dazu gibt es wieder ein paar tragende Träger. Jetzt kommt mir nicht, das ist überhaupt nicht nötig. Doch, das ist nötig. In meiner Welt ist das nötig. Weil das sonst einfach scheiße aussieht. Punkt. So. Zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist ja die Wucht in Tüten. Leck mich fett. Zack. Und dann macht das statisch vielleicht fast sogar irgendwie Sinn. Also nicht viel, aber es macht Sinn. Und da wir die da haben, oh Gott, die würden hier aber ganz schön hoch. Wir machen das tatsächlich hier. So, so. 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 Und da auch nochmal. Zack, 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 zack. Jetzt habe ich noch keinen Strom da, aber das ist halb so wild. Ich sehe es schon kommen, der Beton reicht wieder nicht. Weil ich hier so eine Flause im Kopf habe. Aber so bin ich nun mal. Wo ging der jetzt hin? Niemand weiß es. Das Material sehe ich nie wieder. Das ist für immer im Spielcode verschwunden. Ich bin mir ziemlich sicher. So, so, so. Das sind ja so nette Spielereien, ne? Sowas mag ich ja. Ja, das reicht zu hoch. So, und jetzt nochmal rüber. Zack. Zack. Ach komm schon. Die Dinger lassen sich tatsächlich irre kacke verbauen, finde ich. Ne, weil man immer hier so irgendwie gucken muss, dass man so einen Teil vom Rahmen trifft. Auf der Seite, wo man es auch bauen will. Oh, das wird alles knapp. Das wird alles knapp. Markus macht Quatsch. Also bin ich nun mal. Was willst du machen? Ne, wenn die Leute schon nicht mehr über Rohre lachen können, weil ich die schon fertig habe. Dann doch wenigstens... Oh. Fuck. Das war dumm, 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 dumm. Aber gut, wir sind da schnell wieder oben. Das geht ja recht zackig. So, aber ich bin mir fast sicher, dass wir zumindest noch das Förderband rankriegen. So, und so, und tada! Katerium. Also zumindest sobald es Strom da ist. Zack, zack, zack. Ach komm schon, fick die Henne, ey. Dieses Programm ist nicht unbedingt für Kinder gedacht. Es kann zu Fluchen kommen. Flüchen. Fluchen. Was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So. Brücke steht. Das ist ja der Wahnsinn. So, und manchmal muss sowas einfach auch ein bisschen schief sein. Das ist einfach so. So, dann holen wir noch Strom. Und dann kann das doch schon losgehen. Wupp, wupp. Ich fällt der Energie mal auch gleich geil Schwung, ey. Ich freue mich da jedes Mal wieder drauf. Drüber. So. Kann man bis auf die Ecke? Sauber. Ach ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und. Zack.
Huh. War ich fast verpeilt. Und zack. So, dahin. Und dann weiß ich gar nicht, wie weit ich hier jetzt mit dem Strom gemacht habe. Ich glaube nicht so weit. Und hier hin. Und Markus, du Idiot. Aber gut. Das geht trotzdem. Ich muss tatsächlich. Ja, auf jeden Fall bis hier. Ach, ich muss da wieder runter. So eine Scheiße. Aber dann. Oder kommen wir von da jetzt schon da ran, dass wir. Ne. Hätte ich mir auch denken können, oder? Zack, zack. Und damit sollte der laufen. Sehr schön. Katerium. Woo. Wie geil ist das? So, und dann habe ich schon wieder massiv überzogen. 45 Minuten. Naja, gut. Es sei mir verziehen. Ich habe lange nicht gespielt. Also, nicht so gespielt. Klar habe ich immer gespielt. Schluck Kaffee. Ja, doch, das finde ich ganz cool. Das gefällt mir. Damit kann ich leben. Ist das hier Wasser? Und wenn ja, warum ist es schief? Hä? Nee. Das war eher so ein alter Salzsee. Ziemlich klein, aber naja. Irgendwas ist ja immer, ne? So, dann war es das schon wieder. Unser neuestes Bauwerk ist eine pimmelige Brücke, die auch irgendwie noch ein bisschen schicker gemacht werden muss. Aber naja, nobody's perfect. Und man muss in einer halben Stunde muss man sich echt dran halten. Meine Güte. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich möchte auf die Leute, die es gefordert haben, ein bisschen hören. Wenn die Leute sagen, ey komm, Stunde ist mir zu lang, das gucke ich mir nicht an. Und tatsächlich sagt das die YouTube-Statistik auch. Im Durchschnitt halte ich euch eine Viertelstunde. Das ist gar nicht mal so viel. Und dann gucke ich doch, dass ich auf Reaktionen auch entsprechend höre. Das finde ich auch schick hier. Ne, und deswegen sind die Folgen jetzt nur noch eine halbe Stunde lang. Ist doof, ich weiß, aber ist jetzt so. Guti, dann danke ich euch wie immer fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Like, Abo, was haben wir noch? Kommentar, genau, Kommentar. Hinterlasst Kommentare. Kommentare finde ich gut. Jetzt kannst du dich mal mit deinem fetten Arsch aus meiner Basis hier verziehen. Und warum strecke ich mich die ganze Zeit? Wundert euch nicht. Ich versuche mich nicht zu kratzen. Ich wurde doch von drei Wespen gestochen und nee, nicht von drei Wespen, von einer Wespe dreimal, die mir schön ins T-Shirt geflogen ist und habe einfach das Bedürfnis, ständig den Arm zu bewegen, weil der sich komisch anfühlt. Nicht so, wie er sollte. Und naja, gut. Wie dem auch sei. Ende vom Video, Ende vom Lied. Ich hoffe, es hat gefallen. Katerium fließt schon, ehrlich. Und ja, sagt doch mal, wie euch der neue Aufbau von der Basis gefällt. Findet ihr es gut? Findet ihr es scheiße? Habe ich euch zu viel gebaut, ohne dass ihr dabei wart? Hämmert das unten rein und dann würde ich sagen, halt die Ohren steif. Schöne Pfingsten. Das ist kurz vor Pfingsten für mich. Ah ne, ich wollte Pfingsten eher eh veröffentlichen. Schöne Pfingsten. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertelsson. Bleibt gesund.